Also wie gesagt, wir haben keine Schusswaffen gehabt. Die mussten uns erstmal die Polizei die Bombenanschläge nachweisen, was sehr schwierig war. An irgendeinem Punkt haben dann welche ausgesagt, an irgendeinem Punkt sind welche verhaftet worden, klar, bei irgendwelchen Aktionen, weil dann immer mehr Polizei unterwegs war und also die dann auch immer besser reagiert haben. Also bei irgendeinem Brandanschlag auf eine Bank sind mit mal 4 Leute verhaftet worden oder so. Langsam ist die Gruppe darüber zerrieben, ja, stimmt. Und im Sommer 71 sind 4, 5 mit Mal entlassen worden und da waren noch Reste. So, und dann haben wir wieder neu angefangen. Und jetzt kommt die RAF, jetzt kommt ihre große Stunde. Und haben die uns kontaktiert, dann mussten wir zu so einer Telefonzelle, die angerufen, eine Nummer in Hamburg. Und dann haben die gesagt, hört zu, ihr schneidet euch jetzt die Haare und kommt nach Hamburg. Ich sage, und Gudrun, wieso sollen wir jetzt nach Hamburg fahren? Hamburg ist eine große Stadt. War die Antwort. Das ist jetzt wirklich O-Ton. Ich sage, du Gudrun, wie wird denn mit Kalkutta? Ist doch viel größer. Warum wir dann nicht nach Hamburg? Fahren wir gleich nach Kalkutta, ist doch wärmer und größer. Viel, viel schöner. Tickt ihr doch richtig oder so? So, bums, dann sind sie nach Berlin gekommen. Und ich sage, okay, wir unterstützen euch, aber wir planen dann zusammen Aktionen. Haben wir gesagt, ja, okay. Also wir hatten nicht so. Dann haben sie uns natürlich einen ganzen Koffer voll Pistolen und Maschinenpistolen mitgebracht, Munition und 10.000, 12.000 Mark. Geld hatten sie ja von ihren Bankern. Und wir hatten nichts. Wir sind gerade aus dem Gefängnis entlassen und wir hatten nichts. Also wir mussten, da haben wir das Geschäft mit der RAF machen müssen, ob wir wollten oder nicht. Dann haben wir versucht, ihre Leute da auch wieder, ging es gleich wieder um das Gefängnis, Frau Schubert, Frau Berberich aus dem Gefängnis Moabit da rauszukriegen, Frauengefängnis, das ist misslungen. Und dann wurde geplant, die 3 Stadtkommandanten zu entführen. Dafür sind die denn in größeren Mengen, haben auch mehr Waffen hergebracht und so, war die eigentliche Operation, alle Gefangenen in Deutschland rauszuholen, indem wir die 3 Stadtkommandanten, also Engländer, Franzosen, Amerikaner, entführen. Weil man da nicht mehr mit der Bundesrepublik verhandelt, sondern da hätten die natürlich gesagt, rauslassen, klar. Wegen ein paar deutscher Radikalinskis hätten die nicht ihre Stadtkommandanten geopfert, kaum anzunehmen. Also. Und diese Aktion ist denn nicht zustande gekommen, weil also ewig Streitereien untereinander waren und. Und nachher ist bei unserer Seite noch Georg von Rauch erschossen worden und bei der RAF sind Wohnungen hochgeflogen und dann ist dieses gemeinsame Projekt auseinandergebrochen.